Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der zweite Teil dürfte sein des Wandbeleuchtungssystems. Ja, ihr seht schon, hier während wir gerade ein bisschen so drüber fliegen, was ich so ein bisschen rumprobiert habe. Ja, wo ist meine Taskleiste sozusagen? Bevor ich euch das letzte endgültige System zeige, zeige ich euch noch kurz, was ich so in der Zwischenzeit so probiert habe, alles mögliche zu machen. Eigentlich war der Grundgedanke von dem hier, Flieg, ist das hier. Nur ein bisschen kompliziert gebaut. Hier habe ich das Ganze dann zusammen, das soll es nicht abstützen, so eng wie möglich zusammengebaut. War schon, ist schon ziemlich gut jetzt hier. Das war dann ein 2, 3, 7 auf, wie viel tief? 3 oder so. 7 auf 3 auf 4. Nur da war das Problem, der Glowstone ist zwar zerrausten, aber beim Dunkelmachen geht dann nur ein Block hier vorne hin. Und der ist quasi hier, wird da durch diese Pisten hingeschoben. Der geht dann auch wieder weg. Und dann kommt eben der Glowstone wieder raus. Nur das Problem ist, ich möchte halt die Wand dann komplett haben und keine Löcher drin haben. Hier habe ich dann noch was ganz Lustiges ausprobiert. Und zwar, wie das ist mit Wasser. Hier habe ich das Ganze dann nochmal in großem Stil gemacht. Das finde ich jetzt nicht schlecht, das ist ganz gut gelungen. Ist eigentlich auch ganz einfach zu bauen, wer ein Tutorial dazu haben möchte. Das dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Der bekommt natürlich auch eins. Einfach unten in der Videobeschreibung. Genauso wie diese doppelte Tür hier. Auch alles ganz easy gewesen. Nur ich bin halt immer noch bei der Wandbeleuchtung hängen geblieben. Dann habe ich da alles mögliche ausprobiert. Also ich glaube da war das. Da bin ich dann schon relativ weit gewesen. Hier kann ich jetzt nämlich schon mal einmal aufmachen. Dann kann ich hier auswählen. Jetzt ist es dunkel. Warum funktioniert das nicht? Ah, jetzt. Jetzt ist es hell. Und jetzt ist es wiederum dunkel. Da war halt nur das Problem. Ich musste da immer alle möglichen Schalter umtätigen. Und ja, ziemlich groß auch das Ganze. Ich habe es gar nicht mehr versucht kleiner zu bauen, sondern einfach nur... Ich habe mir dann gleich gedacht, nee, so will ich das nicht haben. Es war auch ziemlich kompliziert, weil man eben diese einzelnen Dinger hier so verschieden powern muss. Und ich nicht recht wusste, wie ich das machen sollte. Und deswegen habe ich dann hier eben diesen Switcher gebaut. Aber das war auch nicht so das Wahre, habe ich mir gedacht. Und darum... bin ich, ja genau, das ist das gleiche, dann nur ein bisschen kompakter. Das war einfach so geplant, dass quasi einmal ist Nacht, quasi ich wollte das Ganze mit einem Light-Sensor verbinden, nur leider hat das Ganze auch nicht so geklappt, wie es hätte sollen. Und jetzt bin ich beim Final, bei der Final Edition angelangt. Jetzt funktioniert nämlich der ganze Schmarrn. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist nicht ganz meine Idee. Ich habe es nur, also so wie es hier steht jetzt, ist es quasi im Prinzip die Grundidee gewesen. Und ich habe das Ganze dann nochmal so klein und eng wie möglich zusammengebaut, also so kompakt wie möglich. Das Ganze ist ein 7 auf 4 auf 5 Feld. Und ja, im Prinzip genau, also das ist im Prinzip genau das gleiche, nur halt viel kompakter. Ja, funktioniert eigentlich super, wie ihr seht. Perfekt. Und man merkt absolut nichts davon. Ist schon toll. Und ja, das Problem war halt eigentlich wie immer, dass man ja durch Glowstone keinen Redstone mehr leiten kann. Das muss man jetzt eben anders machen. Darum ist ja eben da noch ein Block dazu gekommen. Das heißt, bei ihm war das nämlich auch noch, er hat es in der 1.8 gemacht oder so, deswegen war das Ganze auch noch ein bisschen kleiner in der Breite, aber ja, ich habe es jetzt mal hier nochmal für die 1.1 sozusagen gebaut.
Schlafen wir mal kurz eine Nacht drüber. So. Und ich werde natürlich auch den Link von dem Video in die Videobeschreibung stellen, denn ich möchte ja Arbeiten, die von jemand anders sind, nicht als meine huldigen oder wie auch immer man dazu sagt. Ich werde es trotzdem nochmal nachbauen, diese Version, denn seine Version war in der 1.8.1 und damals ging das mit Gloster noch und alles ein bisschen groß bei ihm gewesen und deswegen werde ich es jetzt quasi nochmal für die 1.1 nachbauen und so kompakt quasi. Gut, dann sehen wir uns gleich. So, und da sind wir jetzt wieder. Ich habe eine kleine Wand errichtet, in der wir dann unser ganzes Zeug einbauen werden, denke ich mal. Und ja, ich würde einfach mal sagen, da kommt das Ganze hin. Davon gehen wir aus. Und dann fangen wir einfach mal an zu bauen. Es ist eigentlich ganz einfach. Natürlich die Pisten, die den Glowstone in die Wand schiebt oder auch den normalen Stein in die Wand schiebt, muss natürlich direkt dahinter. Dann brauchen wir natürlich auch zwei Pistons, die jeweils die Blöcke austauschen. Einen rechts, ein Block, also den einen Piston, ein Block davon entfernt, den anderen zwei Blöcke. Und zwar muss derjenige zwei Blöcke weg sein in die Richtung, wo der Glowstone geschoben wird. Und das liegt eben daran, weil der Glowstone als Glasblock gezählt wird. Das ist eben das ganze Problem bei der Sache. Gut, dann wird es halt quasi abgedeckt und jetzt wollen wir natürlich auch das Powern. Das geht ganz einfach. Wir verbinden diese beiden hier. Denn die ganzen beiden müssen nämlich ja umgekehrt werden, weil sonst würden sie immer drücken, wenn gerade die Piston ausgefahren ist und keinen Block mehr reinschieben, wenn die Piston herin ist. Und das ist ja genau das Falsche. So, dann brauchen wir hier noch einen Kreisel, damit es an die Pisten rangeht quasi. Ganz einfach so. Ne, so rum. Da, da. Da, da, da. Hier kommt dann später auch noch einer hin. Den können wir eigentlich gleich machen. Nur ihr seht, dann wird das Ganze halt schon ausgefahren. So. Hier brauchen wir keinen. Dann kommt hier zum Beispiel ein Redstone drauf. Denn wir müssen ja das auch powern hier. Das habe ich eigentlich so gemacht. Ich habe hier unten eine Redstone Torch hingebaut, glaube ich. Ja, ich habe das Ganze anders gemacht. So und so und so. Es muss sowieso so hoch sein. Dann können wir das hier verbinden. Dann muss ein Block zum Abschirmen dazu. Genau, dann müssen wir natürlich auch die anderen beiden Pistons powern. Und da wir das Signal ja eh noch umkehren müssen, hängen wir einfach hier eine Torch hin und dann passt sich das auch sowieso an. Hier setzen wir noch einen Redstone dazu. Das wird dann durch diesen Repeater, durch den Block powert das einmal diesen Redstone, womit dann das alles aktiviert wird oder deaktiviert wird. Genauso wie dieser Torch geht dann aus und somit wird diese Piste auch zurückgezogen. So, diese Repeater hier müssen alle beide auf 4, auf maximal also. Und dann können wir hier eigentlich gediegen uns rüberziehen. Die müssen wir natürlich auch abschirmen. Ich hätte ganz gern einen Knopf. Es geht natürlich mit einem Hebel ganz genauso. Was macht die Kuh da? Kühe sind nicht erwünscht auf dem Baugelände. Tschüss. So, so sieht es dann aus. Und eigentlich dürfte jetzt schon alles funktionieren. Schauen wir mal. Wunderbar. So schnell geht's. Hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Wie gesagt, sehr kompakt nochmal nachgebaut. Dürfte eigentlich relativ gleich sein wie das da. Sollte es. Ja, sieht schon gleich aus eigentlich. Habe ich nichts anders gebaut. Und ja, ihr könnt euch die Welt natürlich auch downloaden. Der Link steht ebenfalls in der Videobeschreibung drin. Ja, ihr werdet es schon finden. Da befindet sich das Ganze. Ihr könnt auch gerne mal die anderen Sachen alle anschauen, was ich da so rumexperimentiert habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, euer Hodenkrebscreme. Ciao.